habe vor 2 Tagen einfach 900 Euro gemacht, indem ich einfach seine Trades kopiert habe. 110 Euro, 150 Scheine gemacht, 18%, 1800 Euro Profit. Leute, ihr habt gesehen, wie ich und die ganzen Leute rasiert haben, die erst vor kurzem das gestartet haben. Geht einfach in die Gruppe rein, Freunde. Ja, und dann bin ich in die Gruppe gegangen. Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich saß letztens zu Hause und dachte mir, was macht eigentlich ApoRed gerade? Und dann sehe ich eine Instagram-Story von ihm, die schon so bodenlos war, dass es beim Zusehen schon unangenehm wird. Man hat von ApoRed ja lange nichts mehr gehört, seitdem Mimi aufgedeckt hat, dass der Typ eigentlich komplett insolvent ist und in einer Sozialwohnung lebt. Jetzt hat sich ApoRed aber wieder zurückgemeldet. Zuerst vor kurzem auf YouTube. Dort hat er uns nämlich erzählt, dass er mittlerweile in Dubai chillt. Okay, ja, dort geht er hauptsächlich was essen, läuft in irgendwelchen Malls rum und labert wie immer irgendwelches komisches Zeug. Und in diesem Video taucht auch dieser Typ hier auf. Das ist Lukas und er erzählt uns auch später im Video, was der eigentlich so macht. Mein Job im Endeffekt nennt sich Currency Trader, Aktientrader, wie immer man sagen will. Das heißt im Endeffekt, du bist in den Finanzmärkten und handelst, kaufst unten ein, verkaufst oben oder andersrum, machst dein Geld an den Profit. Und dann plötzlich geht es doch sehr viel ums Traden. Und ApoRed hat da doch die ein oder andere Nachfrage. Aber Trading ist so, ich persönlich kann damit nichts anfangen. Also ich höre Trading, ich denke mir so, irgendwie so kaufen, an dem Zeitpunkt holen, verkaufen. Ist es brutal schwer? Kann man das lernen oder ist es unmöglich, easy peasy? Zum Glück erklärt uns Lukas das alles. Du brauchst irgendjemand, der dir zumindest eine Guideline gibt. Aber jetzt bist du ja Expert, sonst würdest du ja nicht 4,5 Jahre jetzt hier leben. Ja, und plötzlich fühlt sich das irgendwie wie so ein Verkaufsgespräch an. Aber sagen wir jetzt als Beispiel so auf lustig. So, ich nehme jetzt einfach mal so 5000 Euro nennen oder so. Ne? Ja. Kannst du mir helfen? Ja. Freunde, ist mir egal, ich jumpe 5000 Euro rein. Ja, und ApoRed ist drin. Ah, 5000 Euro, da klingelt es in der Kasse. Woher auch immer diese 5000 Euro kommen, wenn man in Deutschland eigentlich insolvent ist. Naja, und ApoRed ist hier wirklich der zuvorkommende Hase, der uns auch alle nötigen Informationen und Links bietet, damit wir auch direkt mitmachen können. Dann hau ich mal den Link zur Telegram-Gruppe rein. Ich verlinke mal seine Group. Link ist oben in der Beschreibung, Freunde. Ja, praktisch. Vielen Dank dafür. Das wirkt ja überhaupt nicht aufgesetzt, dass plötzlich 5000 Euro investiert werden. Und ich war schon ein bisschen skeptisch bei der ganzen Sache und habe dann eine Insta-Story gesehen, ein paar Tage später, wo es dann weiterging. Wieder ApoRed und unser Lukas, immer noch in Dubai, natürlich. Und da erzählt uns ApoRed, wie erfolgreich er mit diesen geilen Tipps bisher schon war. Ich habe vor 2 Tagen einfach 900 Euro gemacht, indem ich einfach seine Trades kopiert habe von der Gruppe, Freunde. Ah, ja, krass, das ist aber ein Zufall. Aber nicht nur ApoRed, sondern auch die Leute, die erst seit kurzem in der Gruppe sind, sollen schon richtig dick Kohle damit gemacht haben. Tobi ist vor ein paar Tagen in die Gruppe gekommen, 1800 Euro Profit. Sehen wir hier Dominik, 150 Scheine gemacht, 18%. Hassan kommt rein, 110 Euro. Bruder, ich erkenne gar nichts. Ach so, ja, Leute, übrigens, ich habe auch eine Trading-Gruppe aufgemacht und wie man hier erkennen kann, haben die Leute da drin mit cleverem Investieren 7 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Hier. Davor sagt man dann noch solche Sätze. Leute lügen, aber Resultate nicht. Ja, und man versucht mit sowas natürlich Vertrauen bei den Leuten aufzubauen. Dass man sehen kann, ja, guck mal hier, das kann doch gar nicht gelogen sein. Hier steht's ja, das muss ja stimmen. Diese verpixelten Screenshots, auf denen ich absolut nichts erkennen kann. Nee, stimmt, also das kann auf jeden Fall nicht gelogen sein. Und dann versucht man noch das Gefühl davon zu erzeugen, dass hier wirklich ein sehr, sehr gefragtes Angebot ist. Ich werde jetzt voll bombardiert, tausende Nachrichten, er wird voll gespammt. Jeder will rein, weil es einfach for free ist. Klar, damit möchte man natürlich bei den Leuten ein Fear of Missing Out Gefühl erzeugen. Dass das hier der neue, heiße Scheiß ist, bei dem man unbedingt dabei sein muss und richtig viel verpasst, wenn man es nicht tut. Ja, keine Ahnung, bei wem das so klappt. Ach so, es sind mehrere tausend Interessenten. Ah, nicht, dass ich da noch zu spät komme. Aber, also irgendwie kann ich dann doch noch mitmachen. Leute, ich sag ganz ehrlich, ja, wir können jetzt nur noch 10 Leute kostenlos mit reinpacken. Danach muss ich die Gruppe schließen. Warum? Warum können ausgerechnet nur 10 Leute noch in die Gruppe? Warum nicht 11, ja? Was würde eine Person für einen Unterschied machen? Ah, es ist aber ärgerlich, dass diese Gruppe dann geschlossen wird. Das heißt, ich habe nur noch jetzt die Möglichkeit dazu. So ganz konnte ich das nicht glauben. Und dann habe ich mir gedacht, probierst du es einfach mal aus. Also bin ich auf den Link gegangen und dachte mir, oh, hoffentlich gehöre ich zu den 10 Leuten, die reinkommen. Und siehe da, die Gruppe hat fast 6000 Mitglieder und ich wurde angenommen. Ja, irgendwie passen doch mehr als 10 Leute rein, habe ich das Gefühl. Die Gruppe wurde übrigens am 19. Juni gegründet und schon in der ersten Nachricht wurde gesagt, dass ein Teilnehmer 4000 Euro damit verdient hat. Bro,
das ging schnell. Wo kommst du her? Und dann habe ich mich da einfach mal so durchgeklickt und geguckt, was da so geschrieben wird. Und immer wieder fällt auf, dass gesagt wird, dass man ihm privat schreiben soll, wenn man in die VIP-Gruppe kommen möchte. Also wir sind hier wohl in der Billo-Gruppe für den Pöbel und das einfache Volk, aber die coolen Leute, die sind in der VIP-Gruppe. Und es fällt auf, dass dieser ganze Channel, in dem man hier drin ist auf Telegram, eine einzige Werbeveranstaltung für diese VIP-Gruppe ist. In jeder zweiten Nachricht geht es darum, schreib mir doch endlich nur noch 5 Plätze, nur noch 10 Plätze, komm doch endlich in die Gruppe. Inhaltlich erfährt man hier überhaupt nichts, außer natürlich, dass die Leute in der VIP-Gruppe mega fett Cash machen. Haben wir ja auch schon gesehen in der Insta-Story. Nicht. Hassan, kommt rein. Jetzt komm doch endlich in die Scheißgruppe. Am 22. Juni schreibt er zum Beispiel, die ersten 4 Leute, die sich bei ihm melden, kommen kostenlos in die VIP-Gruppe. Bruder, das ist immer kostenlos. Er sagt das jedes Mal. Am 23. Juni wird einfach die allererste Nachricht aus der Gruppe vom 19. Juni nochmal gepostet. Einfach, ja, komm hier, rein damit. Und immer wieder postet er auch Videos und Sprachnachrichten von sich selber, wo er eigentlich immer genau das Gleiche erzählt. Komm in die Gruppe, es ist alles kostenlos, ich bin wirklich der Einzige, der das genauso anbietet. Einmal sagt er in einem Video aber auch das hier. Ich hatte damals einen riesen Signal-Service, wo ich Leuten für 50 Euro im Monat meine Trader dir verkauft habe. Ja? Aber mittlerweile sind 5,5 Jahre vergangen, seitdem ich im Markt aktiv bin. Ich lebe in Dubai, ich mache mein Ding, ganz ehrlich, life is good. Ich brauche deine 50 Euro im Monat nicht. Wie selbstlos von ihm. Auf diese 50 Euro von uns zu verzichten. Dann erzählt er uns, dass er sich die Augen hat lasern lassen, natürlich nur mit dem Profit vom Trading, na klar. Und hey, auch ApoRed kommt in seinem Video mal vor. So, Freunde, wir haben uns wieder einen richtig geilen Spot ausgesucht. Red ist auch am Start, Digga. Schmeckt? Ja, sehr lecker. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir den auch mal da gesehen haben. Aber ich habe das Gefühl, der Lukas ist ein seriöser Boy. Er weiß, auf dem Markt ist viel Bullshit, aber er ist real. Was auffällt, ist, dass er erstaunlich oft kein T-Shirt anhat, aber sehr oft Zigarre raucht. Okay, aber immer wieder musste ich an diese VIP-Gruppe denken und fand es irgendwie komisch, diese mysteriösen Leute, diese Special-Leute viel weiter oben als wir. Am 8. Juli schreibt er zum Beispiel, es gibt nur noch 22 Plätze in der Gruppe, danach wird die Gruppe zugemacht. Okay, wow, jetzt wird's knapp. Paar Nachrichten später schreibt er, dass nur noch 5 Leute rein können. Am 9. Juli schreibt er auch, dass nur noch 5 Leute rein können. Und am 10. Juli können auch nur noch 5 Leute rein. Naja, also irgendwie komisch, oder? Und auch am 10. Juli erzählt er uns, dass in der Gruppe aktuell 289 Menschen sind und bei 300 macht er die Gruppe zu, dann kostet es, wenn man da rein möchte. So Leute, ihr seht hier die VIP-Gruppe, wir haben fast 300 Member, bei 300 mache ich zu, Leute, dann kostet der Scheiß, ja? Warum kostet es dann, ja? Warum dürfen nicht 301 Menschen in die Gruppe? Wo ist der Unterschied? Ich dachte, das ist die ganze Zeit kostenlos. Das ist zu krass. Naja, dann kommt am 12. Juli die Meldung. Die Gruppe ist zu. Leute, ich habe jetzt erstmal die Gruppe zugemacht. Scheiße, jetzt habe ich's verpasst. Ich wollte doch rein. Ah, was haben wir denn da? Paar Nachrichten später, 5 Leute können noch rein. Ah, das ist aber merkwürdig. Irgendwie fühlt sich das komisch an. Nur noch 5 Plätze? Da muss man sich ja mal melden. Also habe ich das gemacht und gewartet, dass er mich endlich in die Gruppe holt. Schließlich möchte ich doch die geilen Trades mitbekommen, damit auch ich Multimillionär werden kann. Und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet. Und endlich hat er sich bei mir gemeldet und gesagt, Bro, du kannst rein. Ey, was ein Zufall. Oh, unter den letzten 5 Leuten, die noch reingepasst haben. Sonst wäre die Gruppe bestimmt voll gewesen. Was? Ach, es werden immer noch Leute aufgenommen. Das ist ja komisch. Und wenn man dann in diesem Stadium angelangt ist, erfährt man erstmal, wie der Hase da eigentlich läuft. Natürlich kommt man nicht einfach so rein. Nein, man muss ein paar Bedingungen erfüllen. Und zwar muss man auf der Website T4Trade ein Konto eröffnen und mindestens 300 Euro einzahlen. Und zwar nur... Er wiederholt das. Nur über diesen einen bestimmten Link. Darauf kommen wir nochmal gleich zu sprechen. Warum denn bloß? T4Trade ist die Trading-Seite, mit der er offensichtlich arbeitet und mit der auch alle seine Leute in der WhatsApp-Gruppe arbeiten sollen. Telegram-Gruppe, ja, Entschuldigung. Und wenn man sich das Ganze mal genauer anguckt und wissen möchte, was dahinter steckt, sieht man, dass T4Trade eine Firma ist, die auf den Seychellen sitzt. Genauer gesagt, hier, in diesem seriösen Gebäude, direkt neben diesem seriösen Spielcasino. Sieht doch vertrauenserweckend aus, oder? Also, falls ihr doch mal irgendwie Probleme mit dieser Firma bekommen solltet, viel Spaß, von da euer Geld zurückzubekommen. Wenn man sich dazu die Bewertung bei Trustpilot mal anguckt, sieht man 3,9. Klingt jetzt erstmal gar nicht so scheiße. Allerdings klingen alle deutschen Bewertungen schon sehr nach Fake. Zum Beispiel werden in allen Bewertungen die engen Spreads positiv hervorgehoben. Ah, natürlich, das ist mir natürlich sehr wichtig, diese engen Spreads, ja. Und auch Wörter wie wettbewerbsfähig oder leistungsstark, Sachen, die niemand einfach so in so einer Bewertung schreiben würde, werden doch sehr oft wiederholt und klingen schon sehr geskriptet. Gleichzeitig hat
hat diese Plattform aber auch sehr viele Ein-Sterne-Bewertungen, die davor warnen, diese Plattform zu benutzen, weil sie auch von Scammern benutzt wird. Manche Scammer werden sogar direkt namentlich genannt, die das genau mit der gleichen Masche gemacht haben. Sobald du dich über den bestimmten Link einer Person anmeldest, wird diese Person an allen Investments, die du tust, beteiligt, auch wenn du Verlust machst. Die müssen ihre heftigen Trading-Tipps also gar nicht kostenpflichtig machen, weil die egal was du machst, dabei mitverdienen. Und diese Scammer, die in diesen Bewertungen genannt werden, leben jetzt auch in Dubai. Das ist aber irgendwie alles ganz schön komisch. Und das erklärt auch, warum man unbedingt diesen einen bestimmten Link nutzen sollte und mindestens 300 Euro einzahlen muss. Spoiler, weniger geht nicht. Warum auch immer. Es gab keine Begründung. Ja, vielleicht, weil der Lukas dann einfach zu wenig daran verdient, ne? Aber mehr geht natürlich, klar. Damit ich dann überhaupt in die VIP-Gruppe komme, sollte ich dann das Konto eröffnen, das Geld einzahlen und dann, wenn das Geld eingegangen ist, ihm ein Foto davon als Beweis schicken, dann wäre ich reingekommen. Ich habe mal darauf verzichtet, 300 Euro war mir dann doch ein bisschen zu teuer. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege das Geld nicht wieder. Aber wenn man mal überlegt, dass mindestens 300 Leute in der WhatsApp-Gruppe sind, kommt da bei mindestens 300 Euro pro Person schon einiges zusammen. Und ich finde es so komisch, dass immer noch heutzutage so viele Menschen auf so eine Masche reinfallen. Was ich übrigens auch komisch finde bei allen Instagram-Stories, wo guckt ApoRed hin? Weil das jedes Mal so aussieht, als würde er einfach an der Kamera vorbeigucken, weil dahinter jemand steht, der ihm Anweisungen gibt. Eigentlich müsste doch ein Influencer mit jahrelanger Erfahrung in der Lage sein, in eine Kameralinse zu gucken. Das ist ja nicht so kompliziert, ja? Auge, Kameralinse, rein. Außer jemand steht hinter der Kamera mit großen Schildern mit den Sachen, die ApoRed dann vorlesen soll. Damit er halt seinen Text nicht vergisst, ne? Komisch. Ich glaube, wenn das wirklich stimmt, wäre das mit das Witzigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich hoffe, vielleicht auf irgendeiner Festplatte von Mimi taucht noch irgendwelches Material dazu auf. Wenn ja, sagt mir auf jeden Fall Bescheid, Leute. Diese ganze Aktion wirkt so unfassbar random. Wir haben lange nichts mehr von ihm gehört. Insolvenz, in Deutschland irgendwie schwierig. Zack, plötzlich in Dubai, plötzlich diese sehr erfolgreiche Trading-Gruppe. Und was ich bei dieser ganzen Aktion nicht verstehe, solche Gruppen sind ja nichts Neues, die gibt's ja schon seit Jahren. Und die Leute wissen eigentlich schon seit Jahren, dass das kompletter Trash ist. Wir erinnern uns alle an diese wunderbaren Videos hier. Porsche Cayman S, Jungs! Jawohl, ja! Das Prinzip hier ist genau das gleiche. Komm in die Gruppe, es ist unverbindlich, kostenlos, wir zeigen dir, wie Trading geht, guck, wie erfolgreich die anderen Leute geworden sind. Hinter all diesen Punkten, genau wie damals, kann man jetzt auch einen Haken machen. Das sollte alles bekannt sein. Wer fällt im Jahr 2023 darauf noch rein? Ach ja, hat ja über 5000 Mitglieder der Kanal. Na, ich kann mich täuschen, ne? Aber eigentlich ist das doch eine altbekannte Masche. Die Masche, dass Leute da Geld einzahlen und wahrscheinlich ihr Geld nicht mehr wiederbekommen. Und die Betreiber davon leben in irgendwelchen Luxusländern wie Dubai und protzen mit teuren Autos, Hotels und schicken Essen. Oder stehen auch wie Lukas nachdenklich im Wüstensand. Vielleicht liegt aber auch das Geheimnis in solch tiefen Gedanken wie Shisha plus Laptop gleich Money. Ja, da könnte wirklich was dran sein. Man muss ja das Bild eines erfolgreichen Geschäftsmanns erzeugen, damit die Leute denken, guck mal, der ist ja wirklich erfolgreich. Mit seiner Hilfe kann ich das auch schaffen. Aber dass ApoRed dafür Werbung macht, ist wahrscheinlich die größte Red Flag, die man dabei überhaupt nur haben kann. Und, Moment mal. ApoRed macht Werbung dafür? Aber, also ich habe jetzt in keinem Video, keiner Instagram-Story oder sonst wo gelesen, dass es sich dabei um Werbung handelt. Also entweder mag ApoRed Lukas wirklich sehr gerne und hat ihm einen kleinen Gefallen getan, oder wenn er in irgendeiner Form beteiligt ist, ist das Werbung und müsste dann leider auch gekennzeichnet werden. Ja, wäre ja sonst irgendwie verboten. Also sowohl im Video als auch in der Insta-Story müsste ja dann so eine kleine Markierung da oben irgendwie sein. Oh, alles klar. Das werde ich direkt meinem Anwalt schicken. Und ich weiß nicht so ganz, aber ich habe das Gefühl, ApoRed macht das nicht nur, weil er Lukas so fresh und nice findet. Und so oft hier dazu aufgerufen wird, doch endlich auf diesen verkackten Link zu klicken. Aber ob das jetzt so zutreffend ist, das müssen vielleicht auch andere Menschen einfach entscheiden. Ich verstehe aber immer noch nicht ganz, wie es eigentlich zu dieser ganzen Sache kommen konnte. Entweder ApoRed hat wirklich seinen guten Kumpel da und die beiden wollen sich ein richtig großes Business aufbauen. Oder ApoRed braucht einfach Geld. Und mit Blick auf die ganzen Infos, die Mimi über ApoReds Finanzen veröffentlicht hat, ist Letzteres doch eher wahrscheinlich. YouTuber und Influencer verdienen ja vor allen Dingen ihre Kohle über Werbeverträge und Kooperationen. Bei dem Stand, den ApoRed gerade hat, sieht das aber damit ein bisschen schwierig aus. Da gibt's halt nicht so viele Firmen, die sich denken, wir müssen jetzt unbedingt mal mit ApoRed werben. Und wenn halt sonst keine Kohle reinkommt, ja, dann muss man halt auf sowas zurückgreifen. Einfach in die Gruppe reingeht, alles easy, alles kostenlos, ganz entspannt. Naja, ich hoffe einfach,
einfach mal, dass möglichst wenig Menschen da ihre Kohle verlieren. Aber vielleicht habe ich auch einfach nicht das richtige Mindset dafür und die Leute fahren bald alle Lamborghini. Kann auch sein. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Das war's von mir. Ich gehe mir jetzt ein paar Aktien kaufen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.